Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Online-Vorlesung Distributed Systems. Mein Name ist Thomas Boczek und in dieser Vorlesung werden wir uns mit der Kategorisierung der verteilten Systeme beschäftigen. Das ist immer noch Teil der Einführung und damit werden wir uns in dieser fünften Vorlesung befassen. Die fünfte Vorlesung ist ein bisschen spät für eine Einführung, aber ich habe die Challenge-Task-relevanten Sachen vorgezogen und jetzt in der Vorlesung 5 schließen wir dann die Einführung ab mit einer Definition und Beschreibung, was verteilte Systeme sind. In der Vorlesung 1 und 2, dort haben wir uns mit der Motivation beschäftigt. Warum braucht es überhaupt verteilte Systeme? Und ich habe argumentiert, auf der einen Seite, verteilte Systeme sind komplex und wenn man jetzt noch mehr Komponenten hinzufügt, dann wird das System noch komplexer und Komplexität sollte man eigentlich vermeiden. Die Frage ist, warum braucht es überhaupt verteilte Systeme? Und in der Vorlesung 1 und 2 haben wir uns drei Faktoren oder drei Bereiche angeschaut, wo es verteilte Systeme braucht. Das ist beim Skalieren. Wenn man zum Beispiel nicht mehr vertikal skalieren kann, man kann nicht mehr RAM hinzufügen, man kann keine größere CPU mehr kaufen und wenn man an das Hardware-Limit kommt und nicht mehr vertikal skalieren kann, dann muss man horizontal skalieren. In den News haben wir gesehen, das Beispiel von Meta, wie sie horizontal skaliert mit den GPU-Clustern. Die haben eine gigantische Anzahl von Hardware und da muss man einfach horizontal skalieren. Das heißt, man fügt dort Rechner hinzu, man fügt RAM hinzu, eben nicht RAM und nicht ein größerer GPU und nicht ein größerer CPU, sondern mehr Rechner werden hinzugefügt. Was man dann aber eben machen muss, man muss dann die Aufgaben auf diese Rechner aufteilen. Das heißt, es muss zwischen diesen Rechnern auch kommuniziert werden. Und was wir auch in den News gesehen haben, ist die Bandbreite, die PCI-Bandbreite, die wird immer schneller. Die Netzwerkverbindungen werden immer schneller. Das heißt, das muss natürlich auch Schritt halten. Wenn man horizontal skaliert, dadurch steigert sich die Komplexität des Systems und man muss sich Gedanken machen, wie man Aufgaben verteilen kann. Ein weiterer Punkt, warum man verteilte Systeme braucht, das ist, dass der Dienst näher beim Benutzer ist. Ich bringe immer wieder gerne das Beispiel mit Australien, wo ein Roundtrip ungefähr 330 Millisekunden braucht. Und wenn man eine Verbindung aufbaut, die mehrere Roundtrips braucht, dann braucht es schon eine gewisse Zeit, bis man die ersten Daten schicken kann. Und in dieser Zeit muss der Benutzer warten. Das ist natürlich nicht vorteilhaft für den Benutzer. Und das Ziel ist es natürlich, das zu verkürzen. Und wenn der Server jetzt nicht in Australien steht, sondern irgendwo in Rapperswil, dann ist der Weg auch sicher kürzer. Das heißt, eben wenn man jetzt Rechner auch geografisch verteilt, hat man auch wieder ein verteiltes System und eben der Dienst ist dann näher am Benutzer und kann so schneller die Antworten liefern. Der dritte Grund, den wir uns angeschaut haben, ist Fault Tolerance. Ich argumentiere immer wieder, dass Hardware früher oder später kaputt geht. Wir haben uns das mit den Seekabeln angeschaut, mit Bitflips, mit SSDs, die kaputt gehen. Also Hardware geht früher oder später kaputt und mit einem verteilten System hat man mehrere Dienste und wenn einer durch einen Hardware-Defekt dann ausfällt, dann kann ein anderer Dienst einspringen. Das heißt, diese drei Bereiche haben wir uns in der Vorlesung 1 und 2 angeschaut und in dieser fünften Vorlesung werden wir uns anschauen, wie ein verteiltes System definiert ist,
Die Definition werden wir uns anschauen und dann werden wir uns mit der Kategorisierung beschäftigen. Und dort werden wir auch sehen, dass es unterschiedliche Kategorien gibt und je nach System kann man argumentieren, etwas ist in der Kategorie A, etwas ist in der Kategorie B und das hängt davon ab, je nachdem, welche Sichtweise man auf das System hat. Es ist nicht wichtig, dass man ein verteiltes System eindeutig klassifizieren kann. Es ist wichtig, dass man sieht, welche Dimensionen das es bei dieser Kategorisierung und Klassifizierung gibt. Und danach werden wir uns noch die Transparenzprinzipien ansehen. Starten wir mit der Definition und eine Definition der verteilten Systeme, die mir besonders gut gefällt, weil sie eben so kurz ist, habe ich von dieser Seite hier. Und das ist a distributed system in its most simple definition is a group of computers working together as to appear as a computer to the end user. Und das habe ich ebenfalls hier übernommen, weil eben die Definition so kurz ist. Und bei dieser Seite lohnt es sich hier sicher mal einen Blick reinzuwerfen. Hier haben Sie auch, warum es verteilte Systeme braucht. Sie haben Scaling Horizontally, das haben wir ebenfalls. Wir haben Fault Tolerance, Low Latency. Das sind auch die drei Gründe oder Hauptgründe, auf die Sie hier dann eingehen. Und ihr könnt euch diesen Artikel sicher gerne mal anschauen. Es gibt eigentlich ganz viele Definitionen und jedes Buch definiert die verteilten Systeme ein bisschen anders. Und ich habe jetzt auch bei ChatGPT nachgefragt. Ich werde nochmals bei ChatGPT nachfragen. Und zwar können wir hier sehen, what is a distributed system, can you give me a definition? Und das ist schon eine längere Antwort. Distributed system is a network of computers that work together to achieve a common goal, behaving as a single coherent system to an end user. Das haben wir auch in unserer früher Definition gesehen. These systems are characterized by their distribution across multiple physical locations, where each node in the system can operate independently. They communicate and coordinate their actions by passing messages to one another to perform tasks. The setup allows distributed systems to be more reliable, scalable and efficient, making them ideal for applications that require high level of computation power or reliability across different geographical locations. Examples of distributed systems include the World Wide Web, Cloud Computing Platforms and Distributed Databases. Das ist jetzt mit ChatGPT 4, das hier ist noch mit ChatGPT 3 und ja, viel Text, eben wie gesagt, jeder definiert es ein bisschen anders. Wie gesagt, das ist mit ChatGPT 3.5 erstellt worden. Hier war noch Peer-to-Peer-File-Sharing. Das kam in der Definition bei 4 jetzt nicht mehr vor. Eben, das hängt natürlich davon ab, wen man fragt, welches Large Language Model man fragt oder welches Buch man liest. Gut, so viel zu den Definitionen. Wenn wir nun die verteilten Systeme kategorisieren möchten, dann gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, wie man kategorisieren kann. Eine mögliche Kategorisierung, in der man unterscheidet, sind die Komponenten eng gekoppelt oder sind sie losgekoppelt. Und wir haben es gerade von der Definition von ChatGPT gehört, dass die lose gekoppelten Teilsysteme, wie gesagt, den Speicher nicht teilen, die tightly coupled Systeme teilen ihren Speicher. Das heißt, diese Definition widerspricht ein bisschen dem, was ChatGPT sagt.
Das ist auf dieser Seite hier zu finden, Chapter 14, Distributed Systems. Wie gesagt, je nachdem, welches Buch man sich anschaut, findet man eine andere Definition. Könnt ihr euch auch gerne mal nachlesen. Hier hat es noch alte Technologien wie Corba drin. Ist auch schon ein bisschen älter, aber sicher noch interessant, das mal durchzublättern. Es gibt weitere Kategorien, wie die Knoten können homogen sein oder aber auch heterogen. Homogen heißt, dass die Knoten ungefähr gleich leistungsfähig sind, den gleichen CPU haben, den gleichen Speicher haben zum Beispiel. Und heterogen heißt, dass die Knoten eben unterschiedlich sind. Es kann dann ein Serverknoten sein, ein mobiler Knoten, ein mobiles Gerät, das wesentlich weniger Ressourcen hat als zum Beispiel ein Desktop oder ein Servergerät. Und dann gibt es noch mögliche Kategorisierung in Small Scale System oder Large Scale System. Small Scale heißt, man hat zum Beispiel eine Web-Applikation plus Datenbank. Das ist ein sehr kleines, verteiltes System. Und man kann bei einem Large Scale, wenn man zum Beispiel eben 10.000 Knoten hat, auf die man skaliert, das Beispiel von Nvidia mit ihren 24.000 GPUs, die sie brauchen, das ist sicher ein Large Scale System. Das heißt, wenn man mehr als zwei Maschinen hat, kann man zum Beispiel das jetzt als Large Scale kategorisieren. Hier noch eine Visualisierung, wie gesagt, Small Scale Database Web App und Large Scale, wenn man zum Beispiel zwei Datenbanken hat, wobei so large ist das auch wieder nicht, aber eben die Kategorisierung hier Large Scale, Small Scale, das kann man auch je nach Gegebenheit selber definieren. Bei der nächsten Kategorisierung, die gefällt mir eigentlich besonders gut. Das ist Decentralized versus Distributed. Und Decentralized heißt, dass auf technischer Seite gibt es nicht eine Person oder eine Entität, die verantwortlich für das System ist, sondern es gibt mehrere. Und bei einem Distributed System, dort gibt es eine Entität, die verantwortlich ist und der kann kontrollieren, dass zum Beispiel was auf diesen Nodes läuft und eben beim Decentralized System dort ist das nicht der Fall. Und ich unterscheide das auch in meiner Vorlesung und zwar im Frühlingssemester. Dort geht es mehr um die Distributed Systems und im Herbstsemester, dort geht es mehr um die Decentralized Systems mit Blockchain. Also das heißt, hier mache ich ebenfalls die Unterscheidung zwischen Distributed Systems und Decentralized Systems. Wenn man die beiden Systeme, die mal vergleicht, dann sieht man hier, auf der linken Seite kann tightly coupled sein, kann loosely coupled sein. Und bei der Blockchain oder bei den Decentralized Systems, dort ist man mehr im loosely coupled Bereich. Das sind in der Regel bei den Distributed Systems in der Regel heterogene Systeme, wie auch beim dezentralen System. Hier könnte man noch argumentieren, dass es auch homogene Systeme gibt. Und das sind in der Regel auch kleinere Systeme. Eben es gibt Ausnahmen wie bei Meta oder Apple hat gigantische Anlagen, Google hat sehr große Systeme. Und wenn wir uns aber diese Systeme anschauen, auch im Challenge Task hat man zwei Services, eine Datenbank und das sind eher die kleinen Systeme. Das heißt, hier befassen wir uns bei den Distributed Systems im Frühlingssemester eher mit den kleinen Systemen, weil wir einfach die Ressourcen nicht haben, um ein Large-Scale-System aufzubauen.
Und im Herbstsemester werden wir uns mit Large-Scale-Systemen befassen. Das heißt, dort werden wir Large-Scale-Systems auch brauchen. Wenn wir dann unsere Smart Contracts deployen, dann werden die weltweit auf ganz vielen Rechnern laufen. Wie gesagt, Distributed Systems, Decentralized Systems, und ich werde dann auch gegen Ende der Vorlesungsserie auch noch Blockchain, Bitcoin und Ethereum einführen, damit wir im Herbstsemester da schneller vorwärts gehen können. Hier werden wir auch über verteilte Systeme, Distributed Systems reden. Ich gebe dann jeweils noch eine kurze Zusammenfassung, aber es ist sicher von Vorteil, wenn ihr diese Vorlesung besucht habt. Speziell eben gegen Ende werde ich mich auch mit Blockchains, Bitcoin und Ethereum auseinandersetzen. Es gibt weitere Klassifikationen oder Klassifikationsmöglichkeiten. Das CAP Theorem, das ist weit verbreitet, findet ihr hier auf der Wikipedia-Seite. C steht für Consistency, A steht für Availability und P steht für Partition Tolerance. Und das Theorem sagt aus, dass man jeweils nur zwei dieser Eigenschaften erfüllen kann, entweder Consistency und Availability oder Consistency und Partition Tolerance oder Availability und Partition Tolerance. Und es gibt kein System, das eigentlich alle drei Eigenschaften erfüllt, das heißt nur zwei können jeweils erfüllt. Das heißt, man muss sich entscheiden, soll ein System AP, das heißt Available oder Partition Tolerant sein, oder soll es Consistent und Partition Tolerant sein? Und bei der Blockchain zum Beispiel ist es AP oder CP. Und da kann man auch wieder auf beide Seiten argumentieren. Wenn man auf genügend viele Blöcke wartet, dann ist es CP. Wenn man jetzt nicht auf genügend viele Blöcke wartet, wenn man einfach sieht, den letzten Block sich anschaut, dann ist man bei AP. Also dort gibt es auch wieder unterschiedliche Sichtweisen auf diese Kategorisierung. Bei Cassandra zum Beispiel, das ist hier Cassandra, das ist eine verteilte NoSQL-Datenbank. Und hier kann man auch das System selber konfigurieren und man kann es selber installieren. Man kann jetzt hier die neueste Software herunterladen und konfigurieren, und da kann man es auch entweder AP konfigurieren oder CP konfigurieren. Das heißt, hier hängt es auch davon ab, wie man das System konfiguriert. Und zu guter Letzt gibt es auch immer wieder Diskussionen, wie zum Beispiel diese Diskussion hier, the CAP Theorem, the bad and the ugly. Die Kritik konzentriert sich auf die Einfachheit des CAP-Theorems und seine irreführende Natur in praktischen Szenarien. Zum Beispiel suggeriert das Theorem, dass während Netzwerkpartitionen ein System zwischen Konsistenz und Verfügbarkeit wählen muss. Eine Vereinfachung, die die Nuancen vom realen System nicht berücksichtigt. Und der Autor schlägt vor, das komplexere Modell der invarianten Konfluenz, das schlägt er hier unten vor, zu verwenden, ein besseres Verständnis der Kompromisse in verteilten Systemen zu erhalten damit. Anstatt diese binären Entscheidungen von CAP, hat man Availability oder hat man keine Availability. Und in einfachen Worten, eine Invarianten-Konfluenz beschreibt die Eigenschaft eines verteilten Systems, bei dem die Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Knoten oder Partitionen nicht zu einem Zustand führt, der die definierten Invarianten des Systems verletzt.
Und im Kontext der Invariantenkonfluenz wird analysiert, ob sie zu einem konsistenten Zustand führen können, der alle Invarianten des Systems respektiert, auch wenn diese Operationen in verschiedenen Teilen des Systems unabhängig und möglicherweise gleichzeitig ausgeführt werden. Und dieser Ansatz erlaubt es, genauer zu betrachten, welche Art von Operation unter welchen Bedingungen ein System gleichzeitig konsistent und verfügbar sein kann, auch unter der Annahme von Netzwerkpartitionen. Das heißt, ein bisschen weg vom binären, ja, man ist available, man ist konsistent, mehr zu einem feingranularen System. Es gibt mehr Möglichkeiten, Systeme zu klassifizieren. Ein Beispiel wäre zum Beispiel eine Klassifikation basierend auf der Architektur. Das ist hinter diesem Link hier, Types of Distributed Systems. Und hier gibt es Unterscheidungen zwischen Client-Server-Systemen, Peer-to-Peer-Systemen, aber auch Middleware, Three-Tier- und N-Tier-Systemen. Das nur so als eine weitere Variante, wie man verteilte Systeme klassifizieren kann. Oder aber bezüglich der Software-Architektur, das ist auf dieser Seite hier beschrieben. What are distributed systems? Und hier hat man dann gewisse Architekturen, die Layered-Architektur, objektbasierte Architekturen, data-zentrierte Architekturen, eventbasierte Architekturen. Und da kann man auch die verteilten Systeme dementsprechend klassifizieren. Häufig bei verteilten Systemen, was verwendet wird, sind Event-based Architekturen, dass man irgendwo Events festhält und anhand von diesen Events dann States im System ändert. Ist eine mögliche Architekturentscheidung, kann aber eben, wie gesagt, auch etwas anderes sein. Weitere Kategorien sind auf der Basis der Kommunikation, wird synchron oder asynchron gesendet. Synchron heißt, man macht eine Anfrage und wartet dann, bis diese Anfrage zurückkommt. Und bei asynchron heißt, man macht eine Anfrage, macht dann weiter und irgendwann kommt dann mal die Antwort zurück. Es gibt natürlich auch Systeme, die beides machen. Das hängt sehr stark auch vom Use Case ab. Dann gibt es weitere Klassifikationen, wie zum Beispiel, wie transparent ein System ist. Und auf diese Transparenzprinzipien, dort werden wir noch genauer eingehen, wie zum Beispiel fault-tolerant, wie ausfallsicher ist ein System, wie skalierbar ist ein System, wie stark ist die Konsistenz, also gibt es strong consistency, eventual oder causal consistency, wie sieht die Datenreplikation aus, das Data Partition, die Heterogenität, das alles sind mögliche Dimensionen, in denen man ein verteiltes System klassifizieren kann. Und Bottomline ist, es gibt keine einzige gültige universelle Kategorisierung von verteilten Systemen. Es ist immer ein Mix und es hängt immer davon ab, was gibt es für einen Use Case, wie schaut man oder welche Aspekte sind jetzt wichtig bei der Kategorisierung. Und das heißt, es gibt keine einheitliche Kategorisierung, wie die verteilten Systeme definiert werden. Und es gibt eine Kategorisierung, die mir besonders gut gefällt, und zwar ist das die folgende Kategorie Jungle Computing. Da ist einfach alles möglich. Das Paper dazu hier. Das ist das folgende Paper hier.
Er hat hier den Titel Distributed Computing Paradigm, P2P Grid, Cluster, Cloud and Jungle. Und im Jungle, hier das Bild vom Jungle, da kann eben alles drin vorkommen. Wie bereits angetönt, kann man verteilte Systeme in Distributed Systems und Decentralized Systems unterteilen, und diese Kategorisierung gefällt mir eigentlich recht gut, weil so unterscheide ich eben diese Vorlesung im Frühlingssemester und die Vorlesung auch im Herbstsemester. Hier gibt es eine verantwortliche Organisation, hier gibt es ganz viele unterschiedliche verantwortliche Organisationen. Das ist auch immer mit Vorsicht zu genießen. Also auch wenn man sich jetzt die Blockchains anschaut, N-Responsible Organizations, es gibt dann bei einer Blockchain typischerweise die Core Developer, könnte man als eine Responsible Organization ansehen. Aber dort gibt es wieder Miners, die haben dann wieder andere Interessen. Also da muss man sich das natürlich auch differenziert anschauen. Aber meistens sind es eben mehr als eine Einheit, die dafür verantwortlich ist. In einem kontrollierten Verteilsystem hat man wenig Churn, das heißt, man hat Kontrolle über diese Knoten, man weiß, wenn man sie ausschaltet oder warum man sie ausschaltet, weil zum Beispiel man muss sie auswechseln, weil sie defekt sind. Und bei einem Fully Decentralized Systems, dort hat man High Churn, einen Bitcoin-Node oder einen Ethereum-Node, den kann man einfach so abschalten, da weiß man das nicht im Vornherein, wer denn das macht und eben wer nicht. Als Beispiele, Amazon DynamoDB, von einem System, das ist, da kann man Daten drin speichern, klassisch Client-Server, ist auch ein Control Distributed Systems, wie auch im Challenge Task. Man hat hier auch ein verteiltes System, das ist auch kontrolliert, das wird von Ihnen kontrolliert zum Beispiel. Und bei den vollständig verteilten Systemen, klassisch eben Blockchain und BitTorrent, das wird nicht von einer zentralen Einheit organisiert, sondern da gibt es ganz viele Teilnehmer. Das ist auch ein sicheres Environment, das heißt, dort hat man eine gewisse Kontrolle darüber. Hier Hostile Environment, das wird bei den Blockchains immer wieder ausgenutzt, weil dort gilt ja the law is the code is the law, und dort versucht man dann immer wieder Schwachstellen auszunutzen, um damit einen finanziellen Vorteil daraus zu gewinnen. Weil man es eben kontrollieren kann, ist die Verfügbarkeit eigentlich entsprechend höher, und hier die Verfügbarkeit, die kennt man jetzt nicht bei BitTorrent Blockchain. Eben die Nodes können gehen und kommen, wann sie möchten. Das heißt, dort kann man schlecht voraussagen, wer jetzt das System verlässt und wer hinzukommt. Hier können die Systeme heterogen wie auch homogen sein, und hier sind sie dann bei den vollständig verteilten Systemen, sind sie dann eher heterogen. Die Mechanismen, die eigentlich gut funktionieren, das ist Consistent Hashing, werden wir uns ebenfalls noch anschauen. DynamoDB zum Beispiel verwendet das, Apache Cassandra verwendet das. Man hat dann in der Regel einen Masternode, einen Central Coordinator, oder man bestimmt einen Central Coordinator, der dann die Reihenfolge der Datenmanipulation festlegt, damit man ein konsistentes System hat. Und bei den vollständig verteilten Systemen, dort gibt es ebenfalls Consistent Hashing, also alle DHTs, die verwendet werden, Distributed Hash Tables, die verwenden Consistent Hashing. Und was auch gut funktioniert, wenn jeder Knoten selber herausfinden kann, ob das System in einem gültigen Zustand ist, wie zum Beispiel bei den Blockchains, bei Bitcoin. Dort hat ein Full Node alle Daten und kann alles selber nachrechnen, weil immer alle Transaktionen und Blöcke an alle gebroadcastet werden.
Hier ist das Netzwerk unter Kontrolle, das heißt, man hat auch keine Network Address Translation Issues. Da werden wir uns auch noch ein bisschen damit auseinandersetzen. Und hier ist die direkte Verbindung ein Problem, weil man eben diese Network Address Translation dazwischen hat. Also man hat ein Heimnetzwerk, dann hat man so eine Network Address Translation und dann geht man ins öffentliche Netz. Von innen nach außen geht es gut, von außen nach innen geht es dann eben weniger gut. Und das wird ebenfalls ein Thema noch in dieser Vorlesungsserie sein. Dann bezüglich Konsistenz, was häufig gemacht wird bei den kontrollierten Verteilsystemen. Das ist eine Art Leader Election, wie zum Beispiel mit Zookeeper, mit Paxos oder mit Raft. Dort wird dann bestimmt, wer jetzt der Leader ist, und der Leader bestimmt dann die Reihenfolge der einzelnen Datenmutationen, damit alle die gleichen Reihenfolge einhalten und damit alle Daten konsistent sind. Und bei den vollständig verteilten Systemen, eine DHT hat zum Beispiel eine sehr schwache Konsistenz, dort ist einfach der, der jetzt geschrieben hat, der überschreibt die Daten. Es gibt dann den Nakamoto-Konsensus, das ist der Proof of Work, das ist in diesem Paper oder auf dieser Seite beschrieben. Was ist Nakamoto-Konsensus? Es ist das erste byzantinische fehlertolerierendes Peer-to-Peer-Währungssystem, und dieser Konsens basiert hauptsächlich auf dem Proof-of-Work-Mechanismus, bei dem Teilnehmer kryptografische Rätsel lösen müssen, um neue Blöcke zur Blockchain hinzuzufügen und dafür eine Belohnung in Bitcoins erhalten. Und obwohl Proof-of-Work ein zentraler Bestandteil ist, umfasst der Nakamoto-Konsensus auch das Prinzip der längsten Kette, welche die Gültigkeit der Blockchain auf Basis der investierten Rechenleistung bestimmt. Und diese Kombination aus Proof of Work und der Regel der längsten Kette ermöglicht es, Bitcoin ohne zentrale Autorität sicher und dezentralisiert zu funktionieren, indem es jedem erlaubt, am Mining-Prozess teilzunehmen und die Netzwerkintegrität durch ehrliches Verhalten zu fördern. Und die Einführung des Nakamoto-Konsens hat nicht nur die digitale Währung revolutioniert, sondern auch ein neues Maß an Sicherheit und Vertrauen in dezentralen Systemen etabliert. Sehr guter Artikel, schaut euch das bitte noch an. Und es gibt auch die Diskussion bezüglich Proof of Stake und Leader Election. Ups. Und bezüglich der Konsistenz ist zum Beispiel Bitcoin, hat es Strong Consistency oder Eventual Consistency? Und da wird auch immer wieder gerne darüber diskutiert, wie zum Beispiel in diesem Artikel hier. Hier in diesem Artikel geht es darum zu argumentieren, ist Bitcoin eventual consistent oder hat es eine strong consistency. Und das hängt je nachdem zusammen, auf wie viele Blöcke man wartet. Da gibt es auch wieder keine Ja- und Nein-Entscheidung. Wenn man jetzt sich nur den letzten Block anschaut, dann ist es mehr Eventual Consistency. Wenn man jetzt sich die ganze Blockkette mit den auch ganz alten Blöcken anschaut, dann ist man eher im Bereich der Strong Consistency. Und ganz wichtig, die Replikation braucht es natürlich bei beiden, bei den vollständig verteilten Systemen, wie auch bei den kontrollierten Distributed Systems. Das heißt, man muss immer bereit sein, dass eben ein Rechner mal ausfallen kann und entsprechend müssen die Daten auf mehreren Knoten repliziert werden. Das bringt natürlich die Schwierigkeit, dass die Replikas auch up-to-date sein müssen, dass sie die korrekten Daten beinhalten, und das führt eben zu einer größeren Komplexität im System. Die Transparenzprinzipien, die gelten auch bei beiden, und
Diese Transparenzprinzipien, die werden wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Und zwar sollte ein verteiltes System, um es dem Benutzer einfach zu machen, verbergen, dass es eben ein verteiltes System ist. Und da gibt es ganz viele Transparenzprinzipien. Es gibt zum Beispiel die Location Transparency. Das heißt, der Benutzer sollte jetzt nichts davon mitbekommen, wo sich seine Daten oder wo sich der Dienst befindet. Natürlich, wenn der Dienst irgendwo in Australien ist und sehr lange hat, dann wird er es dann merken, aber idealerweise, wenn eben diese Dienste nahe sind, dann sollte es keine Rolle spielen, ob es irgendein Datacenter in Frankfurt ist oder irgendwo ein Datacenter hier in der Schweiz. Dann gibt es die Access Transparency und dort sollte der Benutzer auf eine einheitliche Art, auf eine einheitliche Weise auf die Ressourcen zugreifen können. Nicht, dass er jetzt für Ressource A über irgendwie einen Mechanismus X und auf Ressource B über einen Mechanismus Y zugreifen sollte. Das heißt, es sollte dort überall gleich funktionieren. Dann zur Migration Relocation Transparency und das heißt, der Benutzer sollte nicht mitbekommen, dass eben seine Daten oder sein Dienst jetzt migriert ist vom Data Center in Frankfurt zu einem Data Center irgendwo in der Schweiz. Das gleiche bei der Replication, das heißt bei der Replication Transparency und dort sollte der Benutzer auch nicht davon mitbekommen, auf welchem Replika oder auf welchem Datensatz, dass er gerade eine Änderung gemacht hat. Idealerweise eben macht er das irgendwo und dann werden die Updates entsprechend propagiert. Dann gibt es die Concurrent Transparency, das heißt, die Benutzer sollten nicht mitkriegen, dass es noch andere Benutzer gibt, wenn es dann eben zu viele sind und das System dann in die Knie gezwungen wird, weil es zu viel Performance braucht, dann wird man es mitkriegen, aber idealerweise weiß man, wissen die User voneinander dann nichts. Es gibt natürlich Dienste, MS Teams, wo man das explizit natürlich, wo das erwünscht ist, dass man eben mit den anderen Teilnehmern dort kommunizieren kann. Aber wenn man jetzt irgendein Mail-Programm hat, zum Beispiel Gmail als Beispiel, dann will man jetzt nichts von den anderen Benutzern wissen, dass die das System ebenfalls brauchen. Dann Failure Transparency und wenn etwas schief geht, wenn eine Hardware jetzt nicht mehr funktioniert, sollte dann eben der Service dann auf einen anderen Rechner migriert werden und der Benutzer sollte davon nichts mitkriegen. Bei der Security Transparency, dort sollte der Benutzer nur das Minimum mitbekommen, dass eben die Dienste eigentlich sicher sind. Und es gibt noch ganz viele andere Transparenzprinzipien. Hier ein Paper, wo man noch Scaling Transparency hat, Performance Transparency, Migration Transparency. Es gibt dann noch mehr auf Wikipedia. Persistence Transparency zum Beispiel und auf der deutschen Wikipedia-Seite gibt es dann nochmals mehr, gibt sogar die Sprachtransparenz, also eben, es gibt ganz viele Transparenzprinzipien. Wichtig ist eben, dass man die Sicht aufs verteilte System möglichst vereinfachen möchte und dazu gibt es eben diese Transparenzprinzipien. Hängt natürlich auch immer vom Kontext, vom Use Case ab, welche Transparenzprinzipien man verfolgen sollte und welche nicht. Zu guter Letzt gibt es noch die 8 Fehlschlüsse in verteilten Systemen. Das ist auf dieser Seite hier. Dort sind diese Fehlschlüsse beschrieben. Die gelten natürlich immer bei den verteilten Systemen. Und da geht es um zum Beispiel, dass das Netzwerk immer zuverlässig ist. Wir haben in der Vorlesung gesehen, auch in den News, nein, ist es nicht. Es gibt dann auch Länder oder Inselgruppen, die dann mal tageweise kein Internet haben, weil eben so ein Seekabel nicht mehr funktioniert.
Die Latenz ist nicht null. Wenn man lokal entwickelt, dann ist sie praktisch null. Aber ein Ping nach Australien hat zwischen 300 und 330 Millisekunden. Und wenn man zum Beispiel auch Starlink verwendet, dann muss man 40 Millisekunden noch hinzurechnen. Und dementsprechend sind dann eben diese Latenzen doch hoch. Und das sollte man natürlich auch berücksichtigen. Dann die Bandbreite ist unendlich. Hier gibt es ein gutes Beispiel. Was ist schneller? Entweder ich schicke ein Velofahrer mit einer 8-Terabyte-Disk, die man heute problemlos bekommt, kaufen kann. Und der Velofahrer, der kommt dann 10 Stunden später an. Das ist eine sehr lange Distanz. Nur als Beispiel. Im Vergleich zu einem 1 Gigabit pro Sekunde Link, also wenn man Internet hat mit 1 Gigabit pro Sekunde, was geht schneller? Der Velofahrer, der 10 Stunden unterwegs ist mit 8 Terabyte in seinem Rucksack, oder einer Internetleitung mit 1 Gigabit pro Sekunde? Und die Antwort ist mit dem Velofahrer mit der 8-Terabyte-Festplatte. Dort erreicht man eine Bandbreite von 1,7 Gigabit pro Sekunde, und die ist natürlich schneller, als wenn man jetzt eine 1 Gigabyte pro Sekunde Leitung hat. Das Netzwerk ist sicher, ist es eben nicht. Das heißt, gehen Sie davon aus, dass immer jemand zuhört. Das heißt, keine sensitiven Daten unverschlüsselt übers Netzwerk schicken, wenn immer mit HTTPS verschlüsseln. Mit Let's Encrypt ist das auch sehr viel einfacher geworden. Topology doesn't change. Das kann sich ändern. Das heißt, die Routen nach Australien, die Route nach Australien kann zum Beispiel ein anderes sein als die Route von Australien wieder zurück zu uns. Das hängt davon ab, je nachdem, wie die Peerings sind bei den Autonomous Systems. Es kann den gleichen Weg zurücklegen, aber eben es kann einen anderen Weg nehmen. Zum Beispiel der Weg kann dann auch länger sein. There is one Administrator gibt es natürlich auch nicht, weil im Internet da gibt es auch rivalisierende Unternehmen. Da gab es auch in der Vergangenheit immer wieder Knatsch, zum Beispiel zwischen UPC und Init7, wo dann plötzlich der Datenstrom, ich glaube, das war über die USA und über UK geroutet worden ist. Das heißt, wenn sich zwei Teilnehmer, einer von UPC und einer von Init7, wenn die eine Videokonferenz gehabt haben, dann ging der ganze Datenverkehr einmal über die USA, den UK, und dann hat die Datenkonnektivität funktioniert, einfach mit einer großen Latenz. Die Transportkosten, die sind entsprechend auch nicht null. Das heißt, jemand muss eigentlich diese Leitungen, diese Seekabel verlegen. Jemand muss die Infrastruktur aufbauen und das kostet entsprechend. Und das Netzwerk ist nicht homogen, das ist heterogen. Man hat Fiber, man hat Cable, man hat Wi-Fi, man hat Mobile, man hat Desktop-PCs. Und das heißt, die Netzwerke sind sehr heterogen, und je nachdem, wo man die Daten hinschicken muss, hat man dann zum Beispiel eine längere Latenz, eine sehr viel kleinere Bandbreite, und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Das heißt, das sind die 8 Fehlüberlegungen bei verteilten Systemen. Die wurden früher formuliert, also die sind schon von Sun Microsystems. Wurden die formuliert, das ist schon eine Weile her, sind aber eigentlich immer noch gültig. Das wäre es nun von der Einführungsvorlesung. Jetzt in der Vorlesung 5, wie gesagt, ich habe die Challenge-Task-relevanten Vorlesungen vorgezogen. Das heißt, wir haben uns mit Load Balancing, mit Docker und VMs und Containers
beschäftigt. Das war auch ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Aber das habt ihr bis jetzt gut gemeistert und eben das jetzt der Abschluss der Einführungsvorlesung in die verteilten Systeme.